Naja, bevor ich jetzt mit dem Schwer anfange, nochmal schnell zur Erinnerung. Nehmen wir mal an, wir hatten folgende Aufgabe. Es stand da ein Zwanzigstel plus drei Vierzigstel ist gleich was? Statt was machen wir das mal ein bisschen eleganter. Sagen wir mal, ist gleich z. Das wird dann, Ergebnis ist gleich z rauskommen. Jetzt könnte man ja sagen, ich nehme einen Hauptnenner, indem ich einfach 20 mal 40 nehme. Stellt euch mal vor, da käme ein Hauptnenner von 8 raus. Also das hieße hier ein wahnsinniges Ergebnis und ich müsste ziemlich um die Ecke rechnen. Wäre ein bisschen ungünstig. Was macht man stattdessen? Man guckt, welchen Hauptnenner wähle ich am besten? Also das kleinste gemeinsame Vielfache. Naja, und das ist hier in diesem Fall 40. Also erweitere ich. Erweitern heißt oben und unten mit dem gleichen Mal nehmen, erweitere ich einfach mit 2. Und wenn ich mit 2 erweitere, dann sieht das so aus, dann habe ich hier 2 Vierzigstel plus 3 Vierzigstel und dann kann ich weiterrechnen, wenn das z sein soll. Und das sind 5 Vierzigstel und die kann ich auch noch kürzen. Ja, und das ist dann durch 5 ist 1, durch 5 ist 8, also ein Achtel kommt z raus. Ja, ist ja ganz nett. So. Dieses Z. Ja, ich hätte auch X schreiben können oder ich hätte auch, wie wir es noch kennen, gar nichts schreiben können, indem ich sage, okay, dann kommt hier irgendwann mal ein Achtel raus oder so. Also so haben wir es ja gemacht, das und das zusammen und haben dann einfach dahinter geschrieben und so weiter. Finde ich nicht so schön, also ich mache das lieber mit diesem Z. Das ist für mich einfach vernünftiger. Gut. Gibt es dazu auch Videos? Das ist aber wichtig, jetzt nochmal. Also nicht mit Kanonen nach Spatzen schießen, einfach sagen, ich nehme 20 mal 40. Na klar, ich würde da auch einen Hauptnenner von 800 rauskriegen. Das sähe dann so aus, wenn ich hier erweitert hätte, dann hätte ich eben 40 Achthundertstel plus 60 Achthundertstel und müsste hinterher dann wieder umständlich kürzen und so weiter. Bei solchen glatten Zahlen mag das noch gehen, ich wollte es bloß zeigen. Das Gleiche sollten wir uns auch, wenn ich nochmal an Gleichungen lösen denke, angewöhnen. Nehmen wir mal an, es stand da 2 Drittel x plus, machen wir einfach 4 Fünftel x plus 2 soll, was hat nun 3, 2, 3, 4, 5, 6, jetzt nehme ich mal 20stel x. Was mache ich? Sage ich jetzt, ich nehme 3 mal 5, ist 15 mal 20, ich nehme alles mal 300? Nee, natürlich nicht. Sondern ich überlege mir, in welcher günstigsten Zahl sind die 3, die 5 und die 20 versteckt? In der 30? Nee, aber in der 60 schon. Ich nehme alles mal 60. Was passiert dann? Dann sieht das so aus, also nochmal abschreiben. 2 Drittel, ich könnte auch 2x Drittel schreiben, ne? Gemeinsamer Bruchstrich, weil hier steht ja eigentlich x Eintel, also kann es mit hoch auf den Bruchstrich. Mal 4x Fünftel plus 2 soll 6x Zwanzigstel sein. Und jetzt mache ich das. Hier, dieses mal 60 mache ich jetzt hier. Mal 60, mal 60. Achtung, alles mal 60 nehmen. Beide Seiten. Und jetzt sehe ich, dass ich kürzen kann. Sehr schick kürzen. Und das Schicke dabei ist, es fliegen die Brüche raus. Also es werden keine Bruchstriche mehr nötig sein. Durch 3 ist 1, durch 3 ist 20. Ich fasse es dann zusammen. Durch 5 ist 1, durch 5 ist 12. Das kann ich insgesamt als 120 schreiben, mache ich dann auf der nächsten Zeile auch nochmal schick. Und hier kann ich nebenbei Nullen wegstreichen und jetzt sehe ich, 2 und 6 gehen beide durch. 2 ist 1 und ist 3. Wenn man bei der ganzen Kürzerei man nicht mehr sieht, womit man nochmal nehmen müsste, dann einfach mal einen Kringel drum machen, das ist nicht verboten. Aber jetzt guckt mal, alles ist durch 1 und wir brauchen keine Bruchstriche mehr und jetzt fasse ich diesen Kram mal zusammen. 2 mal x mal 20 sind 40x plus 4 mal 12 sind 48 mal xx plus 120 und das Ganze sind dann 18x auf der Seite. Na, und mit sowas kann man umgehen. Das ist dann nicht mehr so schwer. Also, will sagen, wenn ich sowas hier mache, dann habe ich hier eine wunderbare Möglichkeit zu sagen, ich habe keine Brüche mehr. Ja, die Zahlen sind ein bisschen groß, ist aber nicht schlimm. Jetzt könnte ich mir noch was anderes überlegen und das werden wir dann vielleicht auch nochmal gebrauchen. Ich könnte ja überlegen, durch was könnte ich alle Zahlen teilen, durch was, damit die Zahlen kleiner werden. Offensichtlich durch 6, nee, geht nicht, ne?
Durch 5 geht nicht. Durch 2 ginge, aber das lasse ich jetzt. Also hier geht es dann mit der Tippeltappeltour weiter. Jetzt, nächstes Ding. Na komm. So, jetzt machen wir mal Folgendes. Ich nehme mal wieder eine Bruchgleichung. 4 durch 5x plus 4, 5, 6 durch 7x soll sein wie 8. 8,35. Gut. Jetzt überlegen, so wie hier, mit Kanonen nach Spatzen schießen, hier, so wie hier, ist nicht nötig. Wir überlegen uns mal, was muss ich beide Seiten nehmen, auf dass mir die 5, die 7 und die 35 rausfliegt. Na ja, mal 35, weil 5 mal 7 ist 35. Und damit die x auch noch gleichzeitig rausfliegen, nehme ich alles mal 35x, also mal 35 mal x. Was passiert dann? Nochmal schnell abschreiben. Ich mache mal kurz Pause in der Zeit. So, fürs Abschreiben hat es gereicht. Jetzt nehme ich alles mal 35. Ne? Hatte ich ja gesagt, mal 35x. Mal 35x. Und hier wieder mal 35x. Was passiert jetzt hier? Ich kürze jetzt mal rot, damit es besser auffällt. Die x fliegen raus. X durch x ist 1, x durch x ist 1. Die 5 und die 35 kann ich beide durch 5 kürzen. Bleibt hier eine 1, bleibt hier eine 7. Jetzt mache ich das mal ein bisschen schneller. 35 und 7, zack, 1, 5, x. Und durch 35 geht hier nur, weil ja unten ein x fehlt. Also wird das eine 1. Sauber abschreiben den Kram, heißt das. Ich habe hier eine 4 mal 7 ist 28 plus 6 mal 5 ist 30. Keine x mehr. Und hier drüben steht noch 8x. Naja, das kann ich zusammenfassen. Das sind 58 ist gleich 8x. Ich kann durch 8 teilen. Und ich bin sozusagen beinahe fertig. 58 Achtel ist ein bisschen hässlich. Ich schreibe dann lieber, ich kürze durch 2, gehen sie beide. Dann bleibt hier eine 29. Oh, 29 und hier eine 4. 29 Viertel ist gleich x. Jetzt die ganze Sache noch, gleich die Pause mal genutzt, ich habe mal noch eine Übungsaufgabe hingeschrieben. Was ich die ganze Zeit noch vergessen hatte, zu erwähnen, weil ich das eigentlich immer für selbstverständlich halte, wir gucken uns nochmal an, was hier nicht passieren darf. Also ich muss hier eins machen, grundsätzlich, ich muss einen Definitionsbereich mir angucken, und zwar, wann ist die Gleichung absolut, wann explodiert sie mir? Na, wenn hier unten 0 entsteht. 5 mal 0. Wenn x also 0 wird, dann funktioniert die gesamte Gleichung nicht, dann ist sie nicht lösbar. Also sage ich, der Definitionsbereich dieser gesamten Gleichung sieht so aus, der besteht in meinetwegen allen rationalen Zahlen, Kubikquotient, ne, durch Quotienten kommen rationale Zahlen zustande. Und ich sage, okay, außer, also alle rationalen Zahlen, außer, und jetzt kommt, schreibe ich die Menge rein, die nicht passieren darf. Und zwar könnten das Zahlen wie 1, 2, 3, 4, 5, die würde ich dann trennen, also 1, 2. Aber das stimmt ja nicht. Hier in diesem Fall ist es nur eine Zahl, also brauche ich bloß eine 0 reinzuschreiben in so eine geschweifte Klammer und damit bin ich durch. Jetzt gucken wir uns mal diese an hier. Wie ist der Definitionsbereich? Der Definitionsbereich besteht wieder aus den rationalen Zahlen, das wäre nicht das Problem. Außer, und jetzt, die 0 darf nicht mit vorkommen. Außer geschweifte Klammer 0. Und jetzt sage ich, okay, und wenn x minus 2 wird, minus 2, dann explodiert mir die Gleichung auch. Warum? Wenn ich hier minus 2 einsetze, entsteht hier unten wieder eine 0. Minus 2 plus 2 ergibt 0. 5 durch 0 geht nicht. Dann kann hier zwar 2 mal minus 2 stehen, aber hier vorne explodiert mir die Gleichung. Auch hier kein Problem, aber die Gleichung geht kaputt. Hier sage ich, okay, mal 0 wird es 0. 5 mal 0 wird auch 0, also deswegen die 0. So, wie geht's weiter? Jetzt muss ich wieder überlegen. Jetzt muss ich mir sagen, und jetzt nochmal. Es geht wieder um das kleinste gemeinsame Vielfache. Also nicht mit Kanonen nach Spatzen schießen. Also nicht übertreiben. Ich nehme hier nicht mal sonst was, mal 3 mal 5 ist 15, mal 20 ist 300, sondern ich nehme nur mal 60, weil ich damit die Brüche erledige und das gleiche mache ich hier. Womit muss ich multiplizieren? Deutlich mal x plus 2. Bis dahin geht das noch. Und, ja, jetzt wie geht's weiter? Mal was? Mal 2 und mal 5, also nehme ich mal 10.
Jetzt könnte ich noch sagen, mal x und nochmal x mal x Quadrat. Das wäre aber überflüssig, weil es reicht, wenn ich mal 10x multipliziere. Denn dann fliegen die x wieder raus. Was passiert als nächstes? Ich habe einen Vorschlag. Ich mache jetzt mal eine Pause, schreibe diesen Kram ab und schreibe überall in Blau dann drauf, dass ich mal x und diesen ganzen Kram multipliziere. Und ihr macht zu Hause auch Pause und macht das Gleiche. Und wir hier alle auch. Das Gleiche gemacht. Und jetzt kommt das Schicke. Ich mache das mal wieder, jetzt mache ich mal ein Gelb. Rot sieht immer so fehlerhaft aus. Wir wissen ja, hier unten steht eigentlich x plus 2. Ich darf das auch in Klammern setzen, das ändert nichts. Und jetzt, wie vorhin schon mal gezeigt, ich kann hier durch den gesamten Term kürzen. Was bleibt übrig? Eine 5 bleibt übrig und die 10x bleibt übrig. Die werde ich dann auf der nächsten Zeile zusammenfassen. Hier sage ich, das x fliegt raus und die 2 und die 10, die kann ich auch kürzen. Ja, durch 2 bleibt 1, durch 2 bleibt 5. Also bleibt hier dann eine 5 übrig und ich habe hier unten nur 1 stehen, muss ich mich nicht mehr drum kümmern. Das gleiche hier. X fliegt raus, durch x ist 1, durch x ist 1 und 5 durch 5 ist 1 und 10 durch 5 ist 2. Schreiben wir den Kram mal sauber ab, dann bleibt hier übrig 5 mal 10x sind 50x. Plus 3 mal 5 sind 15 mal, und jetzt den Klammerausdruck, x plus 2. Wie wir damit umgehen, zeige ich gleich, ist nicht schlimm. Und hier sagen wir 7 mal 2, ne? Hier die 2 blieb auch übrig, sind 14 mal, Klammerausdruck, x plus 2. So, wie gehen wir damit um? Noch können wir nicht richtig lösen, aber ausmultiplizieren. Ich schreibe es mal dahin. Ausmultiplizieren. Die 50x bleiben so, wie sie sind, plus, und jetzt, 15 mal x und 15x. Macht ruhig so einen Bogen dran, ist keine Schande. 15 mal 2 mal plus 2 sind 30. Und hier drüben 14x. Und das ist plus 28. Na, jetzt sieht es schon nicht mehr so schlimm aus. Jetzt fasse ich mal zusammen. Ich unterstreiche mal die x. Hier sind keine, hier sind welche. Kommen wir später dazu. 15 und diese 15x. Jetzt könnte ich ja sagen, naja, sind 65x, ist schön, plus 30. 30 darf ich nicht dazu tun. Und hier drüben steht noch 14x plus 28. Gut, jetzt, wo sind mehr x? Hier drüben, also nehmen wir die 14x weg, minus 14x. Wenn hier nichts steht, ist ein stilles plus 14x vereinbart. Ne? Dann steht hier, 65 minus 14 ist 51x, plus 30 steht noch da. Soll 28 sein. Naja, die 30 muss weg. Minus 30. 51x ist dann minus 2. Und ich teile noch durch 51. 51 mal x steht ja hier eigentlich. So, und dann sage ich, okay, ist auch nicht mehr schlimm. X ist demzufolge minus, und jetzt macht lieber eine Klammer davor, minus 2 51stel. So, und damit hätten wir es. Ist das schick? So kann man damit umgehen. Und das geht auch mit noch größeren. Ich könnte jetzt noch eine größere machen, aber es bleibt ja immer dasselbe. Also ich glaube, das wäre jetzt Schmuck am Nachthemd. Lass uns an der Stelle. Ich wünsche viel Erfolg vor allem beim Gleichungen lösen, wenn die mal ein bisschen komisch aussehen.